Hi, ich bin Phil, ich bin aus dem Blue Tomato Store in Berlin Alexa. Ich bin heute für euch das E-Jack von Liptek gefahren. Ein super tolles Board für alle, die gar nicht mehr im Park unterwegs sind, sondern wirklich carven wollen auf der Piste, gerne abseits unterwegs sind. Also man sollte prinzipiell schon Vorerfahrung mitbringen. Es ist ziemlich steif, das Brett, was allerdings einen geilen Kantenhalt suggeriert, zusammen mit der Magnet Traction Kante von Liptek macht das halt ganz, ganz viel Spaß. Man hat zusätzlich noch unfassbar viel Pop, weil ich einen relativ aggressiven Camber mit drin habe. Das heißt, für Leute, die gerne schnell unterwegs sind, die wirklich die Kante komplett ausfahren wollen und vielleicht noch den einen oder anderen Zeithit mitnehmen möchten, mega. Im Tiefschnee heute, ich war nicht super happy, wenn man nicht einen ganz so starken Rocker in der Nose mit drin hat. Dafür schon relativ stark aufs hintere Bein gehen muss. Wenn vielleicht ein bisschen mehr Schnee liegt oder wenn die Steilheit im Hang da ist, funktioniert es wahrscheinlich etwas besser. Aber trotzdem kann ich es euch sehr empfehlen.